Willkommen zurück bei Friend Bau, wo wir das kleine Käferschwein töten mussten. Und jetzt müssen wir der Ratte hinterher. So. Hier sind wir. Jemand nahm ihn mit. Sie verschwanden einfach. Ich sag mal, sei genau, ne? Oh mein Gott! Könntest du etwas genauer sein? Ich wünschte, ich könnte. Es sah so aus, als würden sie vom Erdboden verschluckt. Ah, durch den Brunnen. Wenn ich sonst noch was für dich tun kann, sag es einfach. Ich bin hier. Du hast einen Kamm. Gib den Kamm. Ja. Entschuldigung. Hast du einen Kamm gestohlen? Oh, der Kamm. Der glänzende, schöne Kamm. Kann ich ihn bitte haben? Na gut, aber kannst du vorher mein Haar kämmen? Na klar! Ja, ich kann dir dein Haar kämmen. Ach Gott. Ach Gott. Wahrscheinlich braucht man einen Schlüssel, um die Tür aufzuschließen, ne? Ach Gott. Danke, meine Dame. Du bist sehr nett. Wir haben den Kamm. Na, es gibt da... Also ich bin jetzt so der Rattenfan und auch nicht der Mäusefan. Gibt da Leute, die halten sich Ratten oder Mäuse? Nicht so meins, aber... Na, sind jetzt nicht die schlimmsten Tiere. So, wir gehen mal zum Baum. Muss Käferschwein. Hier, müssen wir Pillen nehmen. Flup. Und dann kann ich mal euch die Haare kämmen. Weiße Blätter. Hier ist euer wunderschöner Kamm. Das ist nicht verstörend. Nein, das ist ganz normal. Was ist das denn? Da gibt es doch irgend so einen dämlichen Film, ne? Mit so einem Smiley-Gesicht. Irgend so ein Slash-Horrorfilm oder so ein Unsinn. So ein Horrorfilme mag ich nicht, die so plump, so bläh sind. Oh Mann. Ach du. Fran, der Mensch, du hast es endlich geschafft. Das gefällt mir schon ein bisschen besser, muss ich sagen. Hoffentlich öffnet der Schlüssel die richtige Tür. Jetzt fliegen wir nach Süden. Auf Wiedersehen. Tschüss. Warum habt ihr denn nicht vorher so toll ausgesehen? Oh, wunderschön. Tschüss, leuchtende Wesen. Gute Reise. Okay. Wir haben einen Schlüssel! Und jetzt können wir, denke ich mal, durch die Tür, ne? Oh. Oh, hupsi! Ratte? Wer hat dir das angetan? War es mein Kätzchen? Warte mal. Okay. Sind wir tot? Okay, wir benutzen mal die Tür. Das ist echt komisch. Meine eigene Tür ist abgeschlossen. Ah. Nee, andersrum. Benutzen und ab dadurch. Tada! Es hat geklappt. Juhu. Dann gehen wir mal durch die Tür. Friend sieht sehr begeistert aus. Was für eine seltsame kleine Tür. Ich frage mich, wohin sie führt. Mr. Midnight? Bist du da? Ups. Kapitel 2. Teil 2. Doppelte Persönlichkeit. Na, jetzt wird's interessant. Was? Oh mein Gott. Wo bin ich? Bei Stephen King bist du. Guck, was? Okay, wir sind bei Stephen King zu Hause. Mhm. Was? Bei Shining benutzt Stephen King das mit den Zwillingen, die beiden Zwillinge im Hotel.
Die Schwarze Katze passt übrigens auch sehr gut. Ich bin ein großer Stephen King-Fan. Die Schwarze Katze passt sehr gut zum Friedhof der Kuscheltiere. Ich lese eigentlich, wenn ich zur Zeit was lese, nur Stephen King-Bücher, weil ich mir vorgenommen habe, alle seine Bücher zu lesen. War es wirklich nicht so. Der Herr schreibt viel, ne? Da steht, es ist, glaube ich, so ein dickes Buch. Es ist schon heftig. Aber er schreibt gut. Ich mag den ja unheimlich. Was? Jetzt sind wir eine Katze. Und wer hat uns denn da eigentlich gerade... Ne? Hä? Was ist das? Ein Hut? Mr. Midnight? Oh nein! Dein Kopf! Mein Kätzchen? Warte mal, das ist nicht meine Katze. Was für ein seltsamer Hut. Da liegt noch ein Zettel, ne? Wie auch immer, ich muss meine Katze finden. Ich hoffe, du bist hier. Doppelte Persönlichkeit. Okay, wir lesen mal den Zettel. Willkommen zu Hause, Kätzchen. Hoffentlich gefällt dir das. Entschuldige dich. Entschuldigung, ich war gerade... Ich habe hier direkt, wenn ich geradeaus über meinen Bildschirm gucke, gucke ich raus und hier rechts ist die Hauswand, wo auch ein Fenster ist, von meiner Nachbarin. Und die hat gerade aus dem Fenster geguckt und das war gerade sehr seltsam. Entschuldigung? Komm zu Hause, Kätzchen. Hoffentlich gefällt dir dein neues Bett. Sei nett und friss dein Futter. In Liebe, Clara und Mia. Aha. Aha. Die scheinen aber siamesische Zwillinge zu sein. Und die halten uns für ein Kätzchen. Da lege ich mich nicht rein. Ich sollte lieber versuchen, hier rauszukommen. Natürlich mit meinem Kätzchen, nicht alleine. Okay. Es macht Spaß zu sehen, was Leute so zu Hause haben. Mal sehen. Flaschen, ein Milchkrug und Trockenblumen. Klar. Ein Kopf von einem Menschen, glaube ich. Totenköpfe sehen immer so glücklich aus. Wow. Vielleicht haben sie noch nicht gemerkt, dass sie tot sind. Sind das Augen? Bäh. Vielleicht wollen sie gerne Dinge sehen. Also brauchen sie mehr Augen. Da gibt's, ich höre total gern Fest und Flauschig oder damals Sanft und Sorgfältig von mit Olli Schulz und Jan Böhmermann und da spricht am Anfang immer Marco Göllner, das ist ein sehr, sehr guter Synchronsprecher und der schreibt auch selber Hörspiele wie zum Beispiel Fallen oder Fallen und auf jeden Fall, da gibt's einmal hat er da was, da kommt am Anfang so ein Einspieler und dann hat er auch über jemand geredet, der gerne Augen von anderen Menschen holt, also, ne? Und die tötet die Menschen, um die Augen zu bekommen, um die in Regale zu stellen, dass man ihn besser sieht. Oh, so creepy, wirklich. Oh, ja, da musste ich gerade dran denken, wegen, weil Fran auch meinte, dass die besser sehen können, weil wir brauchen mehr Augen. Ich habe meine Pillen, mit ihnen sehe ich viele verrückte Dinge. Ja. Ist ein Hexenkessel. Oh! Den behalte ich, um ein Kätzchen leckeres Essen zu machen. Klar! Ein Kessel, um leckere Suppe zu machen. Nichts Interessantes. Okay, das hatten wir ja alles schon. Hier ist ein Fenster. Ups. Ich mach das Fenster zu, damit der kalte Wind draußen bleibt. Okay, ich kann das Fenster auf und zu machen. Ein Bild von einer Teekanne mit gemaltem Tee drin. Ach, gemaltem Tee? Mit Zitrone und Honig. Ein Bild von einer Teekanne. Okay, ich muss mal kurz was trinken. Verzeiht. Ein Ofen. Ein Kocher zum Kochen. Meine Mama hat mir gezeigt, wie das geht. Streichhölzer anzünden. Mag ich aber nicht. Es fühlt sich immer so an, als könnte ich mein Gesicht verbrennen. Oh. Da ist so eine... Gerade sagen, so eine Bärenhonigflasche. Wow, die wollte ich als Kind unbedingt immer haben, dass meine Eltern diese Flasche kaufen. Und, aber irgendwie haben sie es, weil ich war gar nicht so der Honig-Fan oder so. Ich glaube, sie gibt es immer noch zu kaufen, ne?
Ich benutze Honig immer zum Tee trinken oder zum Kochen. Und hole den aber immer von meinen Eltern wohnen, neben jemanden, der hat also der ist Imker. Und da kriegen wir immer den Honig her. Aber der Bär, das ist auch in dem Spiel? Ist das so ein allgemeines Ding? Okay, Bären essen gern Honig, na klar, Winnie Pooh ist ein allgemeines Ding, aber gibt's ja nicht überall so eine Honigbärenflasche? Naja, egal. Wir hatten einen Löffel, um meine kleinen Händchen abzutrocknen. Ein Messer mit einer Schleife drum. Was gibt's Schöneres? Oh, ein scharfes, glänzendes Messer könnte noch nützlich werden. Mmh, lecker. Keks in allen Farben und Geschmacksrichtungen. Honigbär, du schmeckst himmlisch. Bei Mehl muss ich niesen, aber das fühlt sich lustig an. König Leo. König Leos Backpulver. Das, was... Oh, ein Kiefernzapfen. Ich habe Angst, ihn anzufassen. Warum bloß? Warum bloß? Okay, das ist nicht... Dachte die Rose vielleicht? Ich würde mir nochmal gerne... Backpulver macht weichen Teig größer und schöner. Mr. Midnight? Diese Mädchen. Sie haben ein Kettchen genommen. Ich will ja nicht egoistisch sein, aber das ist mein Kätzchen. Aber ich mag ihre blauen Kleider. Mm-hmm. Feuerholz, um den Kamin warm zu halten. Bei Stephen King hatten die, glaube ich, auch blaue Kleider an, ne? Arme Bäume. Oh. Tja, Fran. Ich frage mich, ob sie die ganze Zeit schreien werden, während sie verbrennen. Oh. Tja. Wahrscheinlich schreien sie schon, während man sie abholzt. Oh, wir machen mal... What? Ach ja, wir sind ja in einem Brunnen. Wir sind ja eigentlich gar nicht bei Clara und Mia. Wir sind ja eigentlich in einem Brunnen. Eine geheime Flasche mit einem Geheimnis drin. Das ist eine Flasche? Kleines Baby, was machst du hier? Och. Oh nein! Oh Gott! Oh je! Ah! Die Erkenntnis! Wir sind in dem Brunnen und hier werden Babys reingeschmissen? Wenn man die nicht haben will oder so. Was ist das für ein Spiel? Niemand liebt dich. Aber du bist hübsch. Ich mag dich. Immerhin bist du an der Wand, wie ein Bild. So kann dich jeder sehen. Warum? Ah, ich kann hier hoch, okay. Noch eins, noch eins. Ach, guck mal an, da ist die Flasche. Ich bin gerade sehr neugierig. Haben wir irgendwas? Nein, haben wir nicht. Ich gehe noch mal kurz runter. Du wirkst frisch? Lebst du noch? Du bist ein kluges kleines Baby. Du hast deine Plazenta mitgenommen. Oh. Weißt du, bei Outlast ist das Spiel in Australien auch verboten? Oh. Kopu. Ja. Hat man das damals so gemacht? Wenn man das Baby nicht wollte, in den Brunnen geschmissen? Das sind jetzt nicht gerade Themen, mit denen man sich so auseinandersetzt. Oh Gott. Oh, du hast es scheinbar gemütlich da, kleines Baby. Ach, Fran, ey, was ist denn los mit dir? Hat deine Mami dich fallen lassen? Sie hat das bestimmt getan, weil sie krank war. Es ist nicht deine Schuld. Klettern mal hier hoch. Vielleicht bringt das ja was. Können wir wieder rausklettern aus dem. Ah. Wir können. Oh, ich komme da nicht hin. Ich brauche eine Brücke. Okay, wir brauchen was, um darüber abzuschneiden. Dann fällt das runter. Und okay, wir haben aber noch keine Brücke. Schade, schade, schade.
Das ist für ein einfacher Sprung. Okay, wie ich. Himmelherrgott. Okay. Okay, es ist immer noch eine Küche. Ich war gerade von dem Bild. Das ist auch alles wirklich gar nicht kitschig. Guck mal hier. Das bringt keine guten Erinnerungen zurück. Ach ja, das Fleisch. Und was hat's mit Fleisch? Und okay, wir gucken mal weiter. Reis, Bienen, Oats. Also Getreide oder Oats könnten auch Müsli-Sachen sein. Was für eine hübsche Dose. Ich nehme niemand das Essen weg. Zumindest ist nicht alles. Pfeffer, immer gut, um die Suppe zu würzen oder jemand zum Niesen zu bringen. Wenn hier Knoblauch ist, gibt es keine Vampire. Mein Kätzchen spielt gern mit Oliven. Ich glaube, er hält sie für Insekten. Eichhörnchenteile? Das will ich gar nicht wissen. Das ist... Ja. Das waren Eichhörnchen drauf. Ich hoffe nicht, dass da Eichhörnchenteile drin sind. Dann sind die Fliegenpilze drin. Ich frage mich, wer der Champion ist. Denn er ist der Champion. Oh, es ging auf. Was ist da drin? Was für ein komisches kleines Ding. Sieht aus wie ein Samen. Riecht wie das Gras, das wir im Garten hatten. Und Salz. Eine sehr gute Zutat, ja. Bohnen mag ich nicht so gern. Die Tasche riecht komisch. Die fasse ich nicht an. Okay. Ich setze mich nicht hin. Okay. Aha. Fertig zum Kochen. Aber wir haben noch gar nichts, keine Streichhölzer. Sollte das... Das Fenster ist abgeschlossen. Toll. So, jetzt haben wir da noch ein... Was ist das? Oh, ja, jetzt haben wir Streichhölzer, um Licht zu machen oder nur zum Spaß. Wir können anscheinend Wasser kochen. Die riechen nicht. Müssen Plastikblumen sein. Sieht wie eine Pflanze aus. Oh, ein tanzender Teddy. Er hat keine Schuhe. Und sieht irgendwie leicht blutig aus hier, oder? Aber hat eine Krawatte. Das macht Teddys glücklich. Aha, okay. Okay. Könnte zwar schon versuchen, den Herd anzumachen, aber weiß nicht, ergibt das denn schon Sinn? Oh, ich habe vergessen, das Feuer anzumachen. Vielleicht müssen wir irgendwas kochen? Ah, wir werden es noch rausfinden, denke ich mal. Ich gehe mal hier hin. Oho. Wow! Oh, das will ich jetzt aufnehmen. Oh, wow. Was... Sieht aus mehr. Das war eine seltsame Frau. Ich mag die blaue Rose. Ich habe noch nie eine Rose mehr gesehen. Bestimmt eine alte Geschichte. Vielleicht gab der Mond ihr die Rose, weil er sie liebt. Oh. Sein kleines Haus am Ende der Welt. Ein Strandspaziergang würde nicht lange dauern. Scheinbar lebt hier jemand. Sie haben einen Kamin. Okay, die sind doch nicht zusammengewachsen. Das sah so aus in der Küche, ne? Ihre Gesichter kommen mir bekannt vor. Aber ich bin mir nicht sicher. Könnte es sein... Wollen wir nochmal gucken gehen? Da sehen die aber... Da sehen die halt aus wie siamesische Zwillinge und... Hier nicht mehr. Das ist nicht meine Tasse. Wow. Lecker und wunderschön. Ja. Mir läuft
das Wasser im Mund zusammen, ja. Ich bin so hungrig. Es wird schon niemand stören, wenn eins fehlt. Oh. Okay. Fran hat ein Törtchen gegessen. Der Tee kann, ist gar kein Tee. Nein, da sind... Ich habe übrigens Schokoladenkuchen, mein Lieblingskuchen. Soll ich? Fran isst sich hier durch. Vielleicht nur ein bisschen. Oh, ich habe gerade eine Errungenschaft bekommen, dass sie hier ist. Die heißt Ist It Taste Fabulous. Süße Süßigkeiten. Ah, mit Karamellsoße drüber. Oh Gott, Fran isst sich hier durch. Zucker in vielen Farben. Ich will noch mal kurz hier reingehen und das hier machen. Okay, ist der gleiche Bereich sozusagen. Wir sind immer noch im Brunnen, okay? Okay, wollte ich nur mal wissen. Was denn hier passiert? Oh, eine Vase, um Blumen reinzustellen. Da ist Asche drin. Ja. Gemütlich und warm. Ich könnte hier Dinge verbrennen, Dinge, die ich nicht brauche. Aber man weiß ja nie, wann man diese Dinge braucht. Ist das? Ist das ein fliegendes Schwein? Ich wollte gerade selber fragen. Oh, Käferschwein. Oh, ich frage mich, ob ein freundliches Tier mit uns fliegen würde. Das wäre eine neue Erfahrung, nicht? Dass ich keine hätte. Ach, ja, ich verstehe schon nicht, dass sie keine Freunde hätte. Jetzt verstehe ich, was der Hirsch im Krankenhaus wollte. Ein Brett vom Kopf. Er wollte seinen Kopf nicht repariert haben. Er wollte, dass sein Kopf an der Wand bleibt. Ich Dummerchen. Feuerholz, das darauf wartet, verbrannt zu werden. Okay. Da geht's hoch. Wow! Schönstes Bild! Wirklich. Traumhaft. Traumhaftes Bild, Mensch. Okay. Ein Besen, um wegzufliegen? Oder um sauber zu machen? Können wir vielleicht mit dem Besen? Reicht der zur Brücke? Kann ja sein. Fran ist ja jetzt nicht schwer. Benutzen mit Stufe? Ja! Sieht stabil aus, ja, total. Obwohl Fran wiegt wirklich nicht viel. Und dann hätte ich gern. Achso, okay. Also verdammt! Ah, huch! Böser Besenstück, böse, böse. Verdammt! Tja, gut. So viel dazu. So viel dazu. So, wieder zurück. Ein Monster, das Ziegen mag. Die Ziege sieht wütend aus. Ich glaube, er ist kitzlig. Oder genervt. Eine gemalte rote Rose. Okay, hier haben wir die Schwestern. Sie sehen sich so ähnlich. Und hier sind sie wieder. Rosa und blau, genau gegensätzlich. Ah, okay. Ah, okay. Dann, okay, ja. Ne? Wie Schneeweißchen und Rosenrot, nur anders. Die Schublade ging auf. Mal sehen, was drin ist. Schwarze Kerzen, um die Dunkelheit zu beleuchten. Ist hier noch was drin? Jetzt ist sie leer. Hier haben wir einen Haken. Oh, eine Leiter. Vielleicht ist Mr. Midnight da oben. Aber ich würde sagen, das finden wir erstmal im nächsten Part heraus. Ob der gute Mr. Midnight da oben ist. Und ja, vielleicht treffen wir ja noch die Schwestern. Und ich hoffe, wir kommen irgendwie noch rüber zu der Flasche. Das wäre nett. Der Besen war nicht die Lösung. Naja, ja. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.